Mein Name ist Andreas Häuser. Im Transorient Orchestra spiele ich Gitarre und Geige. Ich bin von Anfang an dabei, das heißt seit 2003, und habe damals die Band zusammen mit Kasim Çalışkan gegründet. Mir macht es Spaß, in ganz verschiedenen Ensembles zu spielen. Zum Beispiel auch Gitarre-Solo. Ich habe auch ein Gitarren-Solo-Programm. Ich habe diverse Duos und so mittelgroße Bands mit 4 oder 5 Leuten. Ich spiele zusammen mit dem Gitarristen Jan Birta, im Duo mit der Antje Vetter, mit dem Kumas Musayebi. Und ich finde das sehr schön, verschiedene Kontraste zu haben. Also von sehr kleinen, überschaubaren, intimen Bands bis zur Big Band, wie das Transorient Orchestra ja eins ist. Komponieren ist für mich auch sehr wichtig. Ich habe von Anfang an auch immer einen Teil des Transorient Orchestra Repertoires komponiert oder arrangiert. In dem aktuellen Programm habe ich zum Beispiel die Transorient Suite beigesteuert, ein 4-sätziges Stück, oder das Titelstück unserer letzten CD, 70, ist auch von mir komponiert. Und ich finde schon, dass diese Band, das Transorient Orchestra, einiges hat, was uns sehr besonders macht, was uns von vielen anderen globalen Musik- oder Weltmusikprojekten unterscheidet. Das ist einmal die große klangliche Vielfalt durch die ziemlich gut besetzten verschiedenen Instrumentengruppen, dass sie zum einen eine relativ große Bläsersection haben mit 3 westlichen Blasinstrumenten, Trompete bzw. Flügelhorn, 2 Saxophone plus die Ney dabei, dann sehr viele verschiedene Saiteninstrumente, die ein großes Spektrum westlicher und östlicher Instrumente abdecken, Geige, Gitarre, Santur, Oud. Und dann als letztes die ausgeprägte Rhythmusgruppe mit 2 Schlagzeugern, die sich abwechseln, plus Percussion, plus Dabuka, plus andere orientalische Percussion. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, diese verschiedenen Klanggruppen in unseren Kompositionen und Arrangements sehr vielfältig einzusetzen, auch viel mit Mehrstimmigkeit zu arbeiten, was ja sonst in der orientalischen Musik sehr unüblich ist. Und auf diese Art Westliches und Östliches auf unsere ganz eigene Art und Weise zu verbinden.